Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Today. Ich bin's, euer Tom Thompson. Und da oben ist der Michi. Michi. Und da irgendwo, ich sehe sie gerade nicht. Da hinten ist die Isabelle. So, und wir sind wieder auf dieser Map hier, wo wir das Städtetexturpaket angewandt haben. So, und die zwei haben hier schon ein bisschen gebaut. Da war ich aber nicht mit dabei, deswegen ist es halt nicht zu sehen. Da oben ist eine Hangout-Brücke. Und da ist ein Haus. Und da ist die Glaskuppel. Und da oben ist ein Tor. Jetzt gehen wir mal hier rüber gucken, was das für ein krasser Scheiß hier ist. Aha, da drunter brennt's. Also werden wir hier drinnen buchstäblich gekocht. Mal so eine andere Frage, was soll das? Warum ist hier Wasser drin? Ah, okay. Aber in der Sauna gibt es kein Wasser, das. Ein Erholungsbad, also ein Spa. Okay, dann. Ja, das sieht schon ganz interessant aus. Wenn man hier natürlich auch wieder rauskommen würde. So. Ja, jetzt ist schon klar. So. Ich mache mein Haus jetzt erstmal nicht rund. Ich muss erstmal Platz schaffen, damit ich hier überhaupt was bauen kann. Und ich brauche viel Platz. Das steht schon mal fest. Ja, alles hängt herum. Ey, warum diese fucking Meldung eigentlich, Alter? Das geht mir übelst auf den Sack. Anwendung wird in 15 Minuten geschlossen. Aufgrund, weil irgendwas nicht überprüft werden kann. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ja, das kommt aber jedes Mal und dann passiert es auch nicht. Das ist totaler Quatsch. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß soll. Ja, das Problem ist einfach nur, dass es mich nervt, dass es immer eingeblendet wird. Lizenz kann nicht überprüft werden, steht da immer. So ein Quatsch eigentlich. Was haben die Leute sich dabei gedacht, frage ich mich da. Warum? So. So. Ups. Mir verreckt gerade ein bisschen die Stimme. Entschuldigung. Was ist denn jetzt los hier? So. Ja, ich sollte mich schämen. Schämen sollte ich mich. Shaman? Ja, und mehr sollte man auch nicht kennen. Das ist einfach Fakt. Ach, das ist einfach viel zu viel, Alter. Wie viele Pokémon sind denn das, Alter? 1536 Millionen oder so? Doch irgendwann ist mal genug.
Ah, das ist ja, das ist ja. Ja, die essen dann Pokémons. So, okay. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen hier quatschen. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier ringsherum erstmal was abtragen, da wir Platz brauchen, damit wir das Haus ein bisschen runder machen können. Weil das ist hier Pflicht auf dem, auf der Map. Wenn das Haus nicht rund ist, dann wird das weggesprengt. In Form von PSN-Karten oder was? So, also Strafzahlung in Form von PSN-Karten. Kommt nicht auf diese Karte hier. Da mache ich nicht mit. Vielleicht verlose ich ja mal eine. Ja, die Zahl musst du dann erstmal erraten. Apropos. Du kriegst keinen Tipp. Nur weil du mein Freund bist, heißt du nicht, dass du Vorteile kriegst. Das ist mir egal. Ich möchte ja, ich mach das ja für. Nee. Ja, Ein. Ja, das bringt dir bei 50 Zahlen nichts. So, okay. Also, ja, da wollte ich sowieso jetzt mal was zu sagen in der Folge. Es findet eine Verlosung statt zu, ja, dieser Folge oder beziehungsweise zu meinem Kanal mache ich eine Verlosung bei 100 Abonnenten. Wenn die 100 Abonnenten erreicht sind, findet die Verlosung dann statt, die dann in dem Sinne so verlaufen wird, dass ich mir eine Zahl, die habe ich auch jetzt schon im Kopf, ausgedacht habe, die ihr dann erraten müsst. Die Zahl ist zwischen 1 und 50 und die ersten drei, die diese Zahl erraten, können sich dann was unter diversen Fanarts und sonstiges aussuchen. Wenn ihr bei dieser Verlosung teilnehmen wollt, geht auf Facebook in der Suchleiste Let's Play Today Leerzeichen Bindestrich Leerzeichen Tom Thompson ein und dann kommt in die Gruppe und der Clou dabei ist, ihr müsst halt abonniert haben. Ansonsten könnt ihr dabei nicht mitmachen. Habt ihr Pech. Ich sehe das auch auf Gmail sehe ich das, wer mich abonniert. Also nicht, dass einer denkt, der kann da bescheißen. Ich sehe zum Beispiel, die Soccer-Pi hat mich abonniert. Ich sehe, die Kim hat mich abonniert. Die Kim wird in dem Falle nicht mitmachen, denn das ist der Sicherheits-Security-Überwachungsmanager sozusagen. Also die weiß die Zahl schon und geht sicher, dass ich die Zahl nicht nochmal im letzten Moment ändere, um irgendwelche Freunde zu bevorzugen. Was ich auch nicht mache. So. Und wie gesagt, nehmt einfach teil, lasst ein Abo da und geht auf Facebook und kommt in die Gruppe. Ich werde euch dann bestätigen, dass ihr rein könnt. Und dann müsst ihr eigentlich bloß noch meine Videos teilen und eure Freunde dazu bringen, dass sie eventuell meinen Kanal abonnieren. Natürlich nur, wenn es denen auch gefällt. Also ich will nicht hier einen Haufen Abos haben und die sind dann nicht aktiv. Das wäre Kacke. Soweit mal dazu. So, ja, wir müssen jetzt hier frei machen. Damit wir das schöner.
Warum? Was ist denn das für eine Zahl? Ich habe gesagt zwischen 1 und 50, ne? Da bringt ihr 20, 45, 90, 18, 27, 36. Bringe ich dich durcheinander? Was soll da sein? Was soll denn bei den Koordinaten sein, bei 111,75? Ach so. So, da haben wir die vier, drei Seiten jetzt erstmal frei. Die vierte, warte mal, die wollte ich auch noch machen. Ist ja nicht mehr viel, was da fehlt. Dann haben wir erstmal freie Sicht. Was ein bisschen wichtig ist. Ja, ich kann das nicht leiden, wenn das so eingekerkert ist hier. Ja, dann bring doch was weg. Einen guten Tipp kann ich dir leider nicht geben. Das war das Potenzial, was ich ausschöpfen konnte aus meinem Tipp. Habt ihr Betten mit? Es ist dunkel. Hier ist gerade überhaupt nichts los. Wir warten, dass hier die zwei sich mal ins Bett legen. Es waren einmal drei Personen in der Minecraft-Welt, die sich Häuser erbauten und eine Stadt aufzogen mit runden Häusern. Hier ist immer noch nichts los, wir warten immer noch. Es passiert einfach nichts.
Wir liegen im Bett, versuchen zu schlafen, wir haben aber Schlafprobleme. Deswegen haben wir die Augen noch so halb offen und alles ist ein bisschen schwammig. Mal sehen, wann endlich, wenn wir endlich einschlafen können. Das kann natürlich dauern, da wir immense Schlafprobleme haben. Ah, jetzt. So, wir stehen auf. Es ist früh am Morgen. Wir gehen froh und munter wieder auf Reise. Und vorher sollte ich aber mir eine neue Hacke bauen. So. Ja, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir jetzt machen am besten. Ich baue jetzt kein Haus rund. Jetzt, ich kann ja nicht 10 Folgen lang immer dasselbe zeigen und jetzt nicht extra noch abändern. Das mache ich dann so Stück für Stück. Ich will jetzt nämlich auch erstmal den anderen Scheiß zeigen, was hier die Isabel gebaut hat, zum Beispiel. Die Hangout-Brücke. Ich habe mich vorhin gefragt, was da so schräg runter geht. Das sind Schienen. Jetzt sehe ich es. Ja, das ist. War mir irgendwie. Ja, und kann man das. Ach so, man kann es also nicht mal nutzen. Er baut hier sinnlose Sachen. Wie komme ich da hoch auf den Berg? Ach so, okay. Ich würde mir jetzt Gedanken machen, ob der wirklich so offensichtlich ist, weil ich habe das nicht als Aufgang erkannt. Und mit der Lore kommt, kann ich mit der Lore weiterfahren? Oh. Du bist gerade irgendwie stumpf auf meinem Ohr. Haben Sie gehört? Michi? Michi? Ja, du bist übel stumpf. Zieh mal dein Headset raus und steck's mal wieder rein. Verarscht er mich gerade oder hört er uns wirklich nicht? Hallo? Ja, die klingt auch immer noch übel stumpf. Hörst du das auch so wie ich, Isabel? Nee, ich meine, Isabel, hörst du den auch so stumpf auf einmal, so abgedumpft? Warte mal, dann liegt es vielleicht an mir, warte mal. Natürlich, ich habe ihn umsonst. So, jetzt sag mal was. Ja, jetzt richtig. Ja, das weiß nicht, das spinnt ja auch manchmal bei mir. So. Hallo? 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 So, okay, Leute. Wir machen jetzt mal hier so einen übelsten Kamikaze-Sprung. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist. Ob wir da jetzt drauf. Hä? Jawohl. Yeah. Richtig krass hier. Freediving oder so. Keine Ahnung. So, okay, wir sind jetzt da runtergesprungen. Ich habe euch kurz die Brücke gezeigt. Zeige ich euch nochmal, denn Michi ist sein Haus. Da hacken wir einfach mal ein bisschen was weg, dass er auch mal wieder was zu tun hat. So, das ist dem Michi sein Haus. Ist auch nicht viel runder als meins, aber naja. Ah, guck mal, hier hat er Leitern angebaut. Ach, guck mal an hier. Schön hat er das gemacht. Soll wahrscheinlich so eine Terrasse sein. Aber wie gesagt, es sollte. Beim Versuch, eine Terrasse zu bauen, ist es geblieben anscheinend. Was ist denn das dann? Ein Aussichtsturm oder was? Aussichtspunkt.
Dann mach was. Mach was. Mach was draus. Okay. Warte mal, ich habe da gerade was gesehen. Ach, eine Feuerstelle wurde hier gebaut. Gucke an. Und hier ist jemand ganz schön hundelieb hier. Hier ist jemand ganz schön hundelieb. Hier ist so eine Hundemutti. Die Isabelle ist eine Hundemutti. So. Was? Ich soll den Nether zeigen? Alter, wenn ich jetzt da reingehe und sterbe wegen dir, Alter. Ich hab einen Haufen Mist mit. Wer weiß, was der wieder gemacht hat. Was ist denn das für ein komisches Tor, Alter? Wieso stehen hier Esel und Schafe und Kühe? Nein, ich meine, das meine ich gar nicht. Ich komme in den Nether rein und hier. Okay, hier steht ein Esel, Alter. Ja, danke. Du bist ein Penner, Alter. Du Ficker, ey. Ich reiß es. Du bist ein Schwein. Ja, dafür hat man ja eine Karte eigentlich. Hä? Wir brauchen doch nicht, man braucht doch nicht den Berg, man braucht doch bloß dahin laufen, wo der Berg ist. Ja, hallo Leute, hier bin ich wieder. Also mir ist gerade komplett alles abgekackt. Mir ist die Elgato abgeschmiert, hat nicht mehr aufgenommen. Dann hatte ich Fehlermeldungen mit dem Laptop und dann habe ich versucht, die Elgato wieder zu starten mit dem Programm. Dann ging gar nichts mehr. Dann hat er mir gesagt, die Elgato läuft schon, was nicht so war. Weil einfach nur der Michi hier, der hat den Troll den Tommy-Hack ausgeführt und da ging gar nichts mehr. Könnt ihr mal gucken. Gibt einfach mal in der YouTube-Suche ein How to Troll Tommy. Da findet ihr ein YouTube-Video dazu. Nee, Spaß. Aber es war wirklich so, es ging hier gerade gar nichts mehr bei mir. Und jetzt läuft es aber wieder, so wie es aussieht. Also, es läuft auf jeden Fall gerade. Es hat nicht viel von der Folge gefehlt. Also, es war bloß eine Minute und dann habe ich schon mitgekriegt, dass die Aufnahme nicht mehr läuft. Und werde das Stück jetzt einfach dran schneiden, hinten ran. Schnipseln werde ich das dann. Ich bin gerade echt angepisst gewesen, weil das einfach jetzt, ich habe hier bestimmt 5 Minuten oder so gebraucht, um das zum Laufen zu bringen. Keine Ahnung, was hier los war. Ich habe jetzt einfach im Grunde genommen nur den USB-Port geändert, wo ich meine Elgato dran geschlossen habe über den Laptop und jetzt irgendwie wieder. So, und jetzt fängt es schon wieder an. Es fängt schon wieder an zu hängen, Leute. Ich sehe das, ich beobachte das gerade. Ich weiß nicht, ob das noch. Irgendwie habe ich hier Störungen. Weil, ey, ich kriege hier eine Macke, Alter. Ich schicke das Ding zurück, wenn das jetzt hier kaputt geht oder so, Alter. Dann drehe ich durch, Alter. Es kann nicht sein, jeden Scheiß, den ich hier bestelle, muss ich zurückschicken, Alter, weil es nach einer Woche kaputt geht. Was ist denn das für ein Scheiß-Assi-Verhalten, Alter? Was ist denn das für eine Scheiß-Quali? Das Ding kostet so viel Kohle, Alter. Was ist denn hier los, Mann? Was soll der Kack? Junge. Ohne Scheiß, ey. Du stellst ein Headset für 70 € und die Scheiße geht nach einer Woche kaputt, Alter. Habe ich Amazon angerufen, habe ich gesagt, was ist denn hier los, Alter? Was ist das für eine Qualität, habe ich gesagt. Habe ich ohne Scheiß gesagt. Ich sage, das kann nicht sein, dass ich für 70 € ein Headset bestelle und dann hier für 70 € so eine scheiß Qualität kriege. Da habe ich gesagt, das kann nicht angehen. Habe ich gemeint, da ist das Mikro kaputt. Deswegen sind meine ersten Aufnahmen alle so ein bisschen abgehackt und dann bin ich einfach mal
ich da einfach mal angerufen und dann habe ich hier einen Zettel gekriegt, muss ich keinen Versand bezahlen und so. Und dann habe ich das zurückgeschickt und habe mir das Mikro bestellt. Das Mikro läuft einwandfrei. Jetzt fängt die Elgato an rumzuspinnen hier gerade. Ich dreh durch, Junge. Nee. Asokopi ist zu hart auf den Boden aufgeschlagen. Es ist nur noch ein Blutfleck zu sehen. So. Okay, mein Programm läuft auf jeden Fall jetzt. Es sind sowieso nur noch 8 Minuten, die von der Folge übrig sind. Ich hoffe, das ist hier mal eine Ausnahme. So, und ich weiß auch gar nicht, was wir machen wollten im Endeffekt. Wir wollen erstmal schlafen gehen. Im Grunde genommen wollte ich euch das jetzt erstmal sagen, dass hier mein Scheiß alles abgeschmiert ist. Ich muss starten. Nach dem Neustarten kam immer wieder eine Meldung, dass ja das Programm schon läuft, dass es nicht gestartet werden kann. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht. Dann habe ich einfach mal die Elgato komplett rausgezogen aus dem Laptop, habe es umgesteckt auf einen anderen USB-Port. Und jetzt läuft es. Zum Glück. Und ja, da kann man leider nichts machen bei so einem Ding. Ich werde jetzt auch die Folge beenden. Wollte euch das nur nochmal sagen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder da sind in dieser Map mit dem Städtetexturpaket Texture Pack. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.